Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin gerade im Pfälzerwald unterwegs. Was mache ich hier? Ganz einfach, ich hänge eine Wildkamera auf. These days, but I hear you're doing fine. I remember the tears down your face when you told me goodbye. Baby girl, that's alright. Ich hänge nicht nur eine Wildkamera auf, sondern ich möchte auch den Outdoor-Buddy, den Matze, treffen. Den treffe ich aber erst morgen und dann machen wir eine kleine Wanderung, ein Overnighter und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Jetzt suche ich aber erstmal einen guten Platz für die Wildkamera. Die soll nämlich der Matze dann irgendwann alleine wieder abholen. Ah, vielleicht auf der anderen Seite lang. Die Wildkamera kann der Outdoor-Buddy dann auch behalten. Ich würde mich dann nur für die Dateien interessieren. Bisschen schwierig hier lang zu kommen. Na doch, würde aber gehen. So, meine Kamera hängt. Hier an dem Zaunpfahl. Ich zeige euch mal die Sicht, was die hat. Nee, die Sicht, was die Kamera hat. Hier ist nämlich ein Pfad, ist richtig ausgetreten. Man sieht auch schöne Spuren. Und geht ans Wasser ran. Da sind die Spuren, kriege ich die rauf? Naja, auf jeden Fall sind hier Spuren der... Der Matze sagte schon, hier gibt es wohl Nutrias in freier Natur. Und da bin ich gespannt, ob hier eine Aufnahme instande kommt. Ich markiere mir das noch auf Google Map, damit ich dem Matze das vielleicht noch erklären kann, wo er lang muss. Mal sehen. Also Matzi. Mal sehen. Also Matze, wenn die Kamera noch hier hängt und du mir die Aufnahmen schickst, ich hoffe, da sind ein paar geile dabei. You got it figured out. You got me on lockdown. I tell you, girl, I moved on. Now you're trying to see, you can't understand why you left me. Ooh, you're coming back around. I should have known you'd do me wrong. I got a lot to make up for the time that I was gone. So I'm sitting here with all of my friends, drinking beer like the night won't end. Bin gerade am Heufelsen, guck mal. Das sieht auf der Kamera gar nicht so hoch aus, wie es ist. Also, morgen treffen wir uns, dann geht's los und dann gibt's noch ein schönes Video. So, unsere Tour ist natürlich schon lange vorbei und ich bin auch schon lange wieder zurück. Die Wildkamera sammelt der Matthias vom Kanal Outdoor Buddy selbstständig ein und macht vielleicht auch noch ein Video daraus, schickt mir die Aufnahmen. Die zeige ich euch dann natürlich irgendwann, wenn sie kommen. Vielleicht kommt die Kamera ja auch weg, weiß ich nicht genau. Wir hatten eine echt schöne Zeit.
schönen Dank nochmal an den Matze und den Andreas. Ihr seid echt coole Buddies. Den Kanal zu Outdoor Buddy, den verlinke ich unten. Der Andreas hat keinen, der ist nur Zuschauer. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Vari. Ach, habe ich ja vergessen. Die komplette Tour, die komplette Wanderung kommt auf meinen Nebenkanal Varimos on Tour. Hier sind nur ein paar Ausschnitte zu sehen gewesen, weil auf diesem Kanal geht es ja hauptsächlich um Wildkameras. Der Matthias veröffentlicht auf seinem Kanal eine andere Sichtweise des Videos. Er hat noch ein paar Gegenstände gezeigt. Ich glaube, 5 Gegenstände, die man nicht unbedingt dabei haben muss. Aber es ist trotzdem cool, die dabei zu haben, so in der Art. Da seht ihr dann auf seinem Kanal, verlinkt ist ja unten. So, jetzt aber. Ciao! Mit Schaf. Mit Schaf, ja. Schaf mit Schaf, hat er vorhin gesagt. Mhm. Ich hätte den Harissa. Die Haare ist heute nicht scharf. Hä? Ja.